Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ranked hier auf Pietsmeet TV mit allen aus dem Team Pietsmeet. Hallo. Heute, oh, das wird krass. Heute selbstverständlich wieder Pietsmeet kocht am Start. Bin sehr gespannt. Denn letzte Woche kam eine Folge Pietsmeet kocht. Alles klar bei dir, Christian? Ich habe versucht, so schnell wie möglich zu mastizieren. Okay. Du was? Kauen? Ja. Mastizieren ist kauen? Ja. Krass. Cool, wieder was gelernt heute, mega. Meine Herr. Okay, wir schauen uns an. Pietsmeet kocht Jakobsmuscheln und ich bin sehr gespannt. Lass mal reingucken. Das war, wo du so einen geilen Gast hattest wieder, ne? Ja, das erkläre ich bestimmt auch in der Folge. Ja. Nee, hoffe ich mal zumindest. Wir gucken mal. Die kenne ich. So ein geiles das Buch. Hallo, hallo. Mein Penis. Ja. Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pietsmeet kocht. Heute in einer Sonderausgabe, denn während die Jungs ein anderes Gericht reingezoomt, oder? Was man zu Hause gut kochen kann, habe ich heute eine tolle Special-Sache, nämlich wir haben heute einen Gast und das ist Max Strohr. Hallo, Leute. Max Strohr ist Koch, Küchenchef vom Pudis Wettkopf hier in Berlin, ein Restaurant, ein Speisen. War das jetzt gerade Christians Applaus oder das war gerade Christians Applaus. Okay, ich war mir gerade nicht sicher. Ich habe kurz auch geklatscht. Vielleicht habe ich das verabschiedet. Also, Max Strohr, den kenne ich sogar. Ich kenne ihn nicht. Macht denn der so, außer kochen, eine coole Mütze haben? Gut kochen. Der ist Astronaut. Der könnte als Double für Freddy durchgehen. Oh mein Gott. Der ist bei Kitchen Impossible, ist der ein paar Mal dabei gewesen. Ja. Und bei The Taste. Und der hat Bundesverdienstkreuz. What? Weil die, als die Corona-Pandemie das erste Mal ausgebrochen ist, haben die mit dem ein großes Programm gestartet. Kochen für Helden heißt das, wo sich viele gastronomische Betriebe in Deutschland angeschlossen haben, um für die Leute zu kochen, die in der Pandemie Stress hatten. Also vor allen Dingen medizinische Einrichtungen haben die dann hardcore mit Essen beliefert und bekocht, weil deren Restaurants ja eh zu hatten. Und das Ganze wurde initialisiert, unter anderem allen Dingen von Max Stroh und Ilona Scholl, mit der er das Speiselokal Toulouse-Lautrec betreibt hier in Berlin. Und dafür haben die das Bundesverdienstkreuz bekommen. Krass. Gut. Also bin auch eins. Respekt. Ja, wirklich geil. Mit einem Stern und 17 Punkten beim Jetzt bin ich bei Andro. Eigentlich ausgesprochen Gourmillon? Gourmillon. Ja. Richtig geiles Ding. Warte. Also Gourmillon? Was ist Gourmillon? Der Guide Michelin, wie wir immer sagen, ist der Gourmillon? Nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ah. Es gibt den Guide, den Guy Michelin und es gibt den Gourmillon. Und beim Gummio gibt es Punkte, maximal 20 Gummipunkte. Punkte. Kommunion habe ich gehabt. Kommunion! Kommunion! Ja, Kommunion gehabt. Gibt's eigentlich auch einen nicht-französischen Ratgeber? Ja, glaub schon. Es gibt die 50 Best. Den ADAC-Atlas, glaube ich, nicht-französisch. Ja, wirklich, das Fressbuch. Die 1 von 10 Pietsmeet-Punkte, die man halt verteilen kann. Ich wollte gerade sagen, Peter, willst du doch nicht mal deinen eigenen Ratgeber rausbringen? Also wirklich ernsthaft. Also, dass du dir so ein bisschen zumindest merkst, wobei merken ist natürlich dann schwierig, wenn ich gerade drüber nachdenke, aber du Notizen machst zu einem Restaurant. Peter macht sich jetzt Salat nochmal gegessen. Nein, mache ich nicht. Das ist der Vorschlag gerade. Der macht sich immer Fotos. Dann könntest du halt einen deutschen Namen dafür nehmen, so Essen. Weißt du, so richtig schön aggressiv. Ausrufezeichen auch dahinter. Peters Fressatlas. Wo du dir die Kauluke stopfst oder so. Ja, also Spaß im Darm. Ey, ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das kann ich euch sagen. Das ist wirklich geil. Oh Mann, ey. Dass wir heute was ganz Besonderes kochen, nämlich auch noch zufälligerweise eines meiner liebsten Gerichte von dir, die Jakobsmuschel. Wir grinsen! Ja, wirklich so. Die kochen auch ein Jakobsmuschelgericht, aber eins, ein bisschen entspannter ist, was man auch easy zu Hause kochen kann. Und wir machen sozusagen das Bild, komplett entspannt. Dass wir, was draus machen. Hat der goldene Töpfe? Schon eher in einem Fine-Dining-Restaurant. Ja, nee. Wir machen Jakobsmuschel mit Spargel, Lauch und Fenchel. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, Mensch, das ist doch bestimmt ganz lustig, wenn wir die irgendwie in der Muschel haben. Hatten sie nicht. Das frustriert mich ein bisschen, muss ich sagen. Was? Das ist rausgeschnitten. Alter, ich hab mindestens 20 bis 30, ungelogen, ich habe wirklich gezählt.
Ich habe ja einen Screenshot gemacht von seiner Anrufliste. Das war so dumm von mir. Ich habe samstags bei dem Fischmann angerufen und habe gesagt, yo, Jakobsmuschel mit KM. Er so, kein Problem, haben wir, komm vorbei. So, ja, alles klar. Dienstag natürlich, nicht drüber nachgedacht, die Dinger sind ja frisch, geh da hin. Ja, haben wir nicht. Wieder nach Hause. Ich habe 28 bis 30 Fischläden hier angerufen. In Gladbach, Wuppertal, Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen. Die hatten alle keine Jakobsmuscheln in Kamm. Das ist krass. Das kriegst du halt, oder generell Jakobsmuscheln sind halt, glaube ich, relativ zu Weihnachtszeit relativ gut. Wenn du halt richtig geil was isst zu Hause, dann sind die, glaube ich, am ehesten. Dann ist gerade, ja, die hätten Saison, die alle, ne, bestellen müssen. Und manche haben auch gesagt, die haben die aktuell nicht, weil zu dem Zeitpunkt der Preis für die Muscheln so hoch war. Ah. Ja, ja, das hat mir Max auch erzählt, die an die Produkte zu kommen, ist aktuell eine sehr schwierige Zeit. Über die ganze Corona-Zeit schon, aber jetzt generell schwierig aus verschiedenen Gründen. Ich meine, ich hab mal gefragt, wo der seinen Shit herbekommt. Wir haben keine Jakobsmuscheln, aber. Ich habe mal gefragt, wie Jay denn in Gießen an so Jakobsmuscheln kommen kann. Ja, wirst ja sehen gleich. Ja, er hat gesagt, die werden halt beliefert. Also diese Vorstellung, wie die im Fernsehen immer gezeigt wird, ja, der Sternekoch geht morgens auf den Markt und holt sich seinen Shit, er ist halt total unrealistisch. Ja. Ich sag halt vielleicht einmal am Anfang, guckt sich an, was er haben will, und dann wird er halt jeden Tag. Du baust dir halt ein Lieferantennetzwerk auf, so funktionieren diese Restaurants. Du suchst dir für jeden deinen persönlichen Spezialisten und der liefert dir deinen Scheiß. Ja, aber am Anfang, das erste Mal, muss er dann dahin. Ja, muss ja die Ware begutachten. Oder ich meine, die erste Lieferung kriegst du ja auch. Da guckst du halt an und sagst, nee oder ja. Ja, aber deine Lieferanten, die sind nicht auf dem Markt. Ach so, das meinst du. Ja, Der fährt quasi oder er lässt gar nicht zur Metro fahren zum Beispiel, weil das hätte ich auch am ehesten noch erwartet, dass die halt da viel holen. Metro benutzen die gar nicht. Also in der Preiskategorie, wo Also Peter wahrscheinlich in der Preiskategorie, ja, das stimmt wohl. Ja, ja, also wahrscheinlich, aber so normale normale Restaurants, würde ich sagen, machen das wahrscheinlich schon noch. Das kann ich mir auch schon vorstellen, ja. Das Tiefkühlgemüse von Iglo, das kriegst du auch beim Edeka. Ja, aber nicht den 5-Kilo-Beutel Senf oder sowas. Ja, das stimmt. Das Muscheln gab es nur ohne Schale. Für das Rezept brauchen wir aber auch Schale. So, und deswegen habe ich mir noch zwei Austernschalen geholt. Einmal damit ich Schalen. Heute teile ich wieder zwei. War das denn echte Schalen? Ja. Ah, okay. Ja, ich habe halt beim Plastik, Suchen natürlich, findest du ganz häufig die Jakobsmuscheln quasi so aus Plastik oder so. Geil. Nee, kannst du nicht in den Ofen packen. Nee, aber die hatten an der frischen Theke, ich war im frischen Paradies, da hatten die halt Jakobsmuscheln, aber ohne Schale. Und dann hatten die halt Austern in der Schale. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gib mal halt die, damit ich Schale habe. Okay. Ja, immerhin. Ihr brauchtet für euer Rezept Schale? Das ist wir wollten sie doch knacken. Wollten doch eigentlich die Muschel quasi als Ganzes haben, damit wir die aufschneiden müssen. Und dann hatte Jay doch irgendwie direkt schon nachgeguckt, ja, da musst du da den Muschelpenis abschneiden oder was auch immer. Und, ja, und du musst ja auch das Essen nachher da drin servieren. Genau, das war auch im Rezept, Peter. Du richtest am Ende alles auf der Schale an. Das ist ja praktisch, das mache ich auch. Bei mir war das ein Teller. Mit Gewohnheiten. Anderen Zutaten. Sehr, sehr leid, ich hoffe, aber ich habe immer entspannten Ersatz am Start. Wir gehen mal die Zutaten durch und dann kriegt ihr meine Alternative. Der hat Schnitzel. Die Zutaten sind wie folgt. Ey, du hast den gleichen Spargel. Erstmal in der Schale. Ich habe auch schon den Gießen Jakobsmuschel bzw. Kammmuschelfleisch gefunden. Hatten sie leider nie da. Und die Alternative ist erst einmal Malemo, weil das ist natürlich nicht so spannend, wenn man sich Garnelen holt. Okay. Ja. Jetzt wird's aber wild, habe ich nämlich noch nie gemacht. Tintenfisch-Pulpe geholt. Also so richtig Tintenfisch. Das haben wir natürlich. Ja, weil meistens so ein Quatsch kann ich mir da holen. Ich konnte da 1000 Sachen holen. Mexikanische Rotschwänze oder sowas als Garnele, weißt du, oder Flusskrebsschwänze oder was auch immer. Wirklich. Ja, aber Kammmuschelfleisch oder, ne, ich weiß ja, wie die sind, und ich habe mich eigentlich auch darauf gefreut, aber konntest halt knicken. Gab's nicht. Ja, jetzt hast du geilen Tintenfisch. Problem, Tintenfisch ist auch geil. Jetzt habe ich geilen Tintenfisch. War super. Geil. So. Butter, Schlagsahne, Eier, Schalotte.
Ja, das ist eine Zwiebel. Eine gelbe Zwiebel. Ach, ja, Spargel. Charlotte. Das ist der einzige Spargel, den ich gefunden habe, Freunde. Wir sind halt absolut scheinbar nicht in der Spargelzeit. Auf dem Bild ist grüner Spargel. Hier steht nur Spargel. Der kommt aus, der wird bestimmt richtig scheiße sein. Timbuktu. Produce of Peru. Wir brauchen Fischfond, Semmelbrösel, wir brauchen noch Mehl, wir brauchen Fenchel. Ja, normalerweise ist, glaube ich, grüner Spargel da wichtig, ne? Ich also die Spargel anderen haben Spargel. Ich denke, das ist so ein Geschmacksding, wie du Bock hast. Also. Ja. Okay. Von Frühlings. Dann brauchen wir 11 junge Lauchstangen. Ja, der Lauch, der war schon. Ja, genau. Was? Der Jay will gerade erzählen. Da steht 11. Der Jay hat gerade gesagt, 11 junge Lauchstangen steht halt im Rezept. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion: Sind Lauchstangen die Porree-Stangen, aber davon 11 Stück? Nein. Oder Lauch. Ja, für mich sind Lauchstangen. Lauch ist für mich das Große. Ja, das stimmt. Ja, für mich auch. Du findest halt auch, wenn du googelst, beides. Aber selbst bei Frühlingszwiebeln, Junge, 11 Stück. 11 Stück sind trotzdem viel. Das ist super viel. Aber 11 Junge? Sind Junge vielleicht Frühlingszwiebeln? Ich habe keine Ahnung. Aber Frühlingszwiebeln ist ja was anderes als Lauch. Ja, ja. Auch wenn das ähnlich schmeckt. Das ist das was anderes. Aber ich will nicht 11 Porridge-Stangen kaufen. Nee, aber. Wäre ein bisschen viel gewesen. Also in einem Bund Lauchzwiebeln sind auch keine 11 drin. Nee. Das sind auch zwei. Also, das Schöne kommt dann auch noch dazu, Peter. Except als wir das rausgesucht haben, bin ich echt unsicher, was 12 junge Lauchstangen sind. Meinen die wirklich Lauch oder meinen die ähnlich aussehende Lauchstangen? Ja, Salz, Pfeffer, das übliche. Und Kartoffeln. Vielen Dank, dass du da an uns gedacht hast und ich dabei sein darf. Und jetzt machen wir die Jakobsmuschel. Genau, wir servieren die mit einem Karottenpüree, deswegen haben wir dort Karotten. Achso, warte mal. Ja. Genau, das machen wir bei Pizza mit Kocht immer. Da werden ja jetzt die Zutaten vorgestellt. Moment. Ein Püree gemacht aus diesen Karotten, gekocht in Karottensaft mit ein bisschen Sahne. Haben hier eingelegte Habanero, schmecken das damit dann sehr pikant, fast scharf ab. Was hat er gesagt? Habanero, was ist das? Habanero ist, glaube ich, eine Chili-Art. Ja, das kenne ich aber auch. Ich glaube, also ich würde mal frech behaupten, alles, was er jetzt anfasst und vorstellt, muss man uns selber erklären. Gemacht. Gibt's auch nicht in aber Gießen. Das auch, aber das muss man uns erklären, weil ich glaube, du wirst davon nichts kaufen können. Die Sahne konnte man es fertig kaufen. Ja, gut. Worauf hat er die Möhren auch. Möhrensaft, genau. Möhrensaft kannst das du auch kaufen. Das Salz. Ja, aber ja, da war schon viel vorbereitet, das stimmt. Ein Gel draus, Jusosaft, Zucker, Wasser, alles abgewogen. Wasser. Binden das mit Agar-Agar. Wir haben die Jakobsmuscheln, die kommen heute aus Frankreich, die müssen wir öffnen. Das darfst du gleich dann gerne machen. Nee. Und wir haben hier schon mal, das haben wir vorbereitet, das würde jetzt heute zu lange dauern, nehmen wir auch immer den Rogen, der in der Muschel ist, salzen den ein, trocknen den über Nacht und pulverisieren ihn dann, um quasi die Jakobsmuschel mit sich selbst zu würzen. Frage, was ist denn Rogen? Wenn du die Jakobsmuschel aufmachst, dann hast du da drin einerseits dieses runde weiße Ding, was du vorhin schon in den Tüten gesehen hast potenziell. Du meinst das Fleisch? Ja, genau. Ja. Und da hast du noch den Rest des Tieres, wie zum Beispiel den Rogen, das ist und ganz viel Zeug auch noch drumherum, Muskeln. Und der Rogen, das ist so gelbes, braunes Ding. Ich weiß nicht, was das. Der Muschelpenis. Was ist das? Der Muschelpimmel. Der Rogen ist der Pimmel? Ich glaube, Jay labert. Ich höre die ganze Zeit nur Drogen, Alter. Drogen ohne D. Das ist eigentlich so ein Joke, dass du da hinten so ein Michel-Lörr-Männchen sitzen hast. Oh, stimmt. Geil. Würde mich nicht mal wundern. Ja. Aber also diesen Rogen, also du nimmst quasi das Fleisch daraus und diesen anderen Scheiß, der da drin ist teilweise, den verarbeitest du dann noch weiter, sodass du den dann am nächsten Tag noch pulverisierst und damit dann der noch wiederum. Der heißt halt Rogensack. Ja, also was soll das denn sonst sein? Das ist ein Fortpflanzungsorgan, mein. Also es muss ja nicht unbedingt Pimmel sein, aber es ist halt Fortpflanzungsorgan. Oder? Als Rogen wird die Gesamtheit der reifen Eier weiblicher Fische und anderer Meerestiegel wie blaue Muscheln bezeichnet. Ja. Jetzt also google doch nicht. Geil, erstmal richtig schön mit den Eiern gewürzt. Geil. Mit den pulverisierten Eiern. Mit den pulverisierten, getrockneten Eiern wird die Muschel. Alter, das ist Kannibalismus, das Next ist halt, Level Shit, eben, Alter. Deswegen, also das ist, als wenn du jetzt so einen Menschen zubereiten würdest und dem einen Tag vorher sein Zeug abschneidest, trocknest und den am Ende streustest du drüber. Ja, da wird das Ganze. Die Menschen sind schon die Perversität dieses Planeten, ey. Ja, okay.
Und hier haben wir ein bisschen gekochten und dann anschließend getrockneten und dann gepufften Quinoa, damit wir auch eine geil. Geil. Textur letzten Endes haben. Okay, das ist, okay, Peter alles klar. Ja, Peter ist direkt schon überfordert. Ja. Ja, Alter, wenn wir das Gericht von vorne bis hinten selber gemacht hätten, da brauchst du unendlich für. Das ist ja, also das ist unfassbar. Ja, Quinoa vorher puffen lassen, brauchst du wahrscheinlich dann. Mhm. Und die Eier da ja, und diese eingelegten Habaneros auch. Also davon hat er ja kiloweise im Keller stehen quasi, weil die da sich einmal eine Lieferung gemacht, geholt haben. Dann halt haben die das eingelegt und davon haben die jetzt für ihr ganzes viel. Leben genug. Aber geil, dass ein Sternekoch halt einen Thermomix auch hat im Zweifel. Ja, hat jede Sterneküche mindestens einen Thermomix. Die haben sogar zwei in ihrer, also das ist eine private Küche, bei sich in der Restaurantküche haben die zwei. Du brauchst für Mousse und Gelees und alles, was sehr fein ist, werden immer die Dinger benutzt. Die zerstören halt komplett die Struktur, wenn du willst. Ja. Also du machst ja aus Zucker damit Puderzucker. Du kriegst also, kein cremigeres Püree vor allen Dingen. Pürees werden damit immer gemacht, immer mit Thermomixen. Ich sag dir, jede Sterneküche hat mindestens einen. Übel aufschlagen. Thermomixen? Ja. Das ist Mehrzahl. Dieses Rezept. Da kocht immer so ein Thermomix-Programm. Ich war auch dabei im Video. Wie geil ist das denn? Der ist doch in Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja, finde ich schön. Da es noch keine Bewertung online hat. Wir haben natürlich wieder einen ständigen Beobachter. Heute die Überwachung übernimmt mal wieder Emma. Hast du Bock? Schritt 1. Damit können wir anfangen. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Kartoffeln mit einem Messer einstechen und für ca. 55 Minuten in den Backofen geben, bis sie gar sind. Einstechen. Das war spannend. Ohne, weil da stand im Rezept auch wieder nicht bei. Da stand irgendwie, du sollst ja irgendwie junge Kartoffeln oder Frühlingskartoffeln, keine Ahnung. Du musstest die nicht schälen. Und danach wird ein Püree draus gemacht. Oi. Mit der Schale. Mhm. Ja. Interessant. Das war interessant. Hä, was meinen die mit einstechen? Einfach so? Mal dann wir da ein Kreuz rein. Das wird ein Kartoffelpüree aus einem Backofen. Mit Schalen. Machen wir mal auf jeder Seite so ein bisschen. Geil, wunderbar. Das hat mich alles verwirrt. Kleiner Spoiler, Peter, das war lecker. Das war lecker? Ja, ja, ich hab erst gedacht so, boah, mit der Schale, das geht ja gar nicht. Aber das Röstaroma aus dem Backofen, das konnte was. Mega. Okay. In der Zwischenzeit, die Jakobsmuscheln aus der Schale entfernen, das Fleisch in die Schale säubern, das Muschelfleisch mit dem Fisch vor einem Topf erwärmen. Boah. Wir haben hier die Muschel. Ich zeig dir das mal, gell? Hier ist so ein Gummi drum, den kann man schon abnehmen. Das ist schon mal die größte Hürde genommen. Okay, du bist jetzt drin. Mit dem Messer. Und dann kann man einfach dieser Linie, dieser Streifen quasi nach unten folgen. Dann hast du eigentlich schon alles erledigt. Das ist ja mega easy. Du hast ein Stück abgeschnitten von dem Fleisch, was man hat. Genau. Je weniger man abschneidet, desto besser ist man. Das ergibt voll viel Sinn. Und jetzt versuche ich dir nicht zu viel davon zu zerstören. Und dann würde ich nämlich, während du das machst, schon mal anfangen, Peter ist alles weg. Karotten zu schälen. Das mache ich natürlich hier im Bild, damit die Leute sehen, was ich für eine geile Schälmaschine bin. Okay, dann geht das schon. Dann geht das schon. Das Schöne ist ja, dass die Muschel immer ihren eigenen Teller mitbringt. Gell? Da der kann Möhren schälen, der ist keine Koch. Mann. Ja, Moment. Der hat doch bestimmt dafür 5000 Hiwis, die das machen für ihn. Das stimmt, aber der wird das ja irgendwann mal der mal der Hiwi. Aber ja, das stimmt. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich kann auch gut. Kocht ja auch privat. Also, ich kann auch sehr gut Möhren schälen. Der kann Möhren schälen in unter 10 Sekunden. Alles klar, Stern. Aber das war's dann. Das hat er sehr gut gemacht. Aber der hat bestimmt sich auch schon mal die Fingerkuppen, so wie er schneidet, da abgeschnitten. Weil ich glaube, der hat sich am ganzen Leben hat er sich weder verbrannt noch jemals geschnitten. Meinst du? Ja. Okay. Das ist nicht so ein Lappen wie ich. Hat sich noch nie geschnitten. Glaub ich auch. Noch nie, Alter. Passiert nicht. Der ist einfach so. Das ist Max Stroh, der hat sich nicht geschnitten. Du hast dich geschnitten, wenn du glaubst, der hat sich geschnitten. Gott. Der war nice. Ja? Dann geht das schon. Dann geht das schon. Das Schöne ist ja, dass die Muschel immer ihren eigenen Teller mitbringt. Gell? Da hat man auch schon mal wieder ein bisschen was gespart. Du bist aber schnell, kannst schon direkt unten in der Küche anfangen, gell? Schnell? Ich racke. Ich steck mir jedes Mal Peter schwitzt sich so ein zusammen. Zu öffnen. Manche sind mir gut gelungen, so wie die. Die habe ich blöd angeschnitten, die sieht nicht so schön aus, leider. Ja, aber wir werden den Rest auch einfach alles verarbeiten, dann haben wir da keinen Verständnis. Ja, aber genau, ihr habt jetzt 10 Stück oder so. Pfanne getan. Ja, wir haben ein paar. Gut, also Jakobsschalen aus der Schale entfernt. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, nicht so die Problematik. Jakobsschalen. Entfernt. Wie hieß der Song bei Bram? Sauerkraut? Sauerkraut. Oh, ich bin so traurig, dass ich einfach so ein scheiß Krack-Ding hatte. Anstatt halt geile Jakobsmuscheln. Jakobsmuscheln sind so lecker.
wenn man irgendwie mal Angst hatte oder früher irgendwie mal bei seinen Eltern oder so diese Miesmuscheln gegessen hat. Das ist komplett anders. Ja. Oder Austern sind komplett anders als Jakobsmuscheln. Austern sind so viel geiler. Ja. Meine Erinnerungen schmecken aus Jakobsmuscheln immer noch wie das Innere von Fischstäbchen. Ja. Ah. Ja, aber aber ein bisschen. Ich weiß, wo du herkommst. Ein bisschen hochwertig, von der Stärke, Fischstäbchen drin ist. Von der Stärke des Fischgeschmacks. Also, ja, genau. Ja. Nicht von der Konsistenz. Ja. Ganz schön sicker Dude, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bisschen. Ja, da ich Muscheln noch nie gemacht habe, toll, tupft man sowas ab oder? So, jetzt brauchen wir 400 Milliliter Fischfond. Aber Jakobsmuscheln, die waren schon nicht schlecht da beim. Wo haben wir nochmal? Le Flair. Also, es war nicht nur lecker, sondern auch das Ambiente. Ja, das ist natürlich eine große Hürde. Also, die Jakobsmuscheln da waren natürlich extrem geil. Ja, und jetzt, hau die mal in Fischform, brat die ein bisschen an und los geht's. So viel wie ein kleiner Urlaub. Erst einmal machen wir uns die Garnelen fertig. Also, wie gesagt, erstmal hier. Wieso sind die nicht rot? Die hau ich dann einfach nachher in die Pfanne. Da muss ich jetzt mal machen. Alter, in was ist das für ein Hast du keinen Garnelenspreizer? Nein, was ist denn ein Garnelenspreizer? Das haben wir doch schon, ja. Nein, ich habe keinen Garnelenspreizer. Ich esse enttäuscht. Nein. Jetzt ich weiß auch, warum man sich dann nicht wehtun, wofür der normalerweise ist. Normalerweise machst du die ja auch mit Schale fertig, aber da war ich mir halt nicht sicher. Das war sehr viel, ich sag mal so, Improvisierung. Du hast das Muschel-Tintenfisch da liegen. Aber halt aber auch, so Tintenfisch habe ich aber auch noch nie verarbeitet. Also so ein dickes Ding, weißt du, ich kenne so Kalamaris oder sowas, aber das sind ja nur die Köpfe, also der Kalamaris ist ja glaube ich nur der Kopf. Hier. Aber das ist halt Pulpa. Hast du denn dir da irgendwas vorausgesucht oder machst du jetzt so? Ich mach dasselbe. Einfach das alte. Ja, Gott. Das war jetzt schon. Der sagt, Moment, danach, du kochst den Tintenfisch jetzt in dem Fischsud und danach wird er gebraten, oder? Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß auf jeden Fall, das war das schlimmste Pizza mit Koch ever für mich. Weil auch noch Sachen passieren, die jetzt kommen werden gleich. Und ich habe Martin gesagt oder drum gebeten, ey, ich wurde sehr toxisch da schon. Bitte mach das nicht zu schlimm. Und da hat er, ich bin sehr gespannt, ich habe ja keine Ahnung, was er da rausgeschnitten hat, aber ich war halt wirklich sauer und mad. Also richtig schlecht gelaunt. Alle Personen also haben das Video lebend beendet, oder? Ja. Alle leben noch. Nur der Frau lebt noch. Ja, ich war aber, wie gesagt, sehr, sehr, also ich war wirklich schon toxisch, würde ich sagen. Okay. Also war schon wirklich negativ gewesen. Das war schon wirklich schlimm. Jetzt bin ich excited. Ich lehne mich mal zu. Zusammen mit Lorbeerblären angeschlagen hat Knoblauchzehe, die ich nicht habe. Und Thymian zum Kochen bringen. Weil das schon jetzt hat es einfach. Damit hat er schon angefangen. Erstmal. So, 200 ml Fischfond brauche ich. Du bist auch schon fertig mit dem Schälen. Ich bin auch schon fertig mit dem Schälen. Das wäre beruflich machen würde. Jetzt kannst du hier schön unter Zuhilfenahme dieses wunderschönen alten Löffels hier so reinlegen. Ein goldener Löffel. Mhm. Ja, passend zum. Dann holst du quasi einmal das ganze Leben alles raus. Alles rausholen. Genau. Das löst sich ja super easy. Guck, siehst du da, was da noch alles dranhängt? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig da hängt noch doppelt so viel wie das Fleisch, hängt da noch mal dran, ein Zeug. Für wie viele Personen kocht ihr eigentlich? Wir machen zwei. Eine. Also wir machen zwei fertig, der Rest wird unten im Restaurant weiterverarbeitet. Ach so, der wohnt über dem Restaurant. Ja, genau. Ah. Ist das eigentlich ein echter Bulle da im Hintergrund? Ja. Nein. Ja. Der lebt auch noch. Ja. Der kann dich verhaften. Der guckt durch die Wand durch, das ist ein Loch drin eigentlich. Der wird immer gefüttert da von oben. Mit dem feinsten Jakobsmuscheln. Der kriegt den zwischendurch hoch. Die Polizei, die wird von dem kriegt gleich die Hogen ins Gesicht. Ja. Festgestellt, so zu schaben für mich bei sowas, anstatt so, weil hier ist immer zack, zack, zack und so kannst du dann einmal durchschaben. Genau, kannst du mit dem Ding gehen. Wahnsinn. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Ich muss halt ganz normal sagen, ja. Muss sagen, ey, die sieht ein bisschen aus wie Ede von den Rocket Beans. Ja. Nein, Sturmwaffel mit der Mütze. Du wolltest das auch gerade sagen. Ja. Nein. Ich würde sagen, er sieht aus wie Max Struhe. Wer klaut hier von wem den Style? Ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, also, er hätte eine Cappy auf, dann sähe er aus wie Andi. Gibt das Menschen, stimmt. Die das stimmt. Oder wie Max Forster. Ja, Max wie Max Forster. Max Forster. Jodie Forster, meinst du wohl. Ja, ist Marc. Ne? Marc so Forster. Und alles abziehen, was diese Muschel umgibt. Sagst du Soße oder Soße?
Dienstagssoße, glaube ich. Oh Gott! Wie kann er denn Sternekoch sein? Nein! Weil er gut kochen kann, aber nicht gut sprechen. Jonathan, du bist einfach disqualifiziert. Das ist ein guter Mann. Der hat Ahnung. Als ob er Soße sagt. Der hat Ahnung. Ich geh kaputt. Super. Der hat Ahnung, der Mann. Oh, ist damit jetzt legitimiert zu sagen Soße? Ja. Ja, ist es halt. Ja. Wenn Sternekoch das sagt, dann kannst du ja nichts dagegen sagen. Das ist doch Kacke. Soße, Quatsch mit Soße ist das. Ja, Quatsch mit Soße. Eier mit Soße, Mensch. Jetzt hier die Butter schon mal. Hab die Karotten geschält für das Karottenpüree. Jo, das da in Zoo, lass das einmal so glasig werden, so glasig anschwitzen. 50 Gramm Butter in einem Topf erhitzen, also 25 Mehl zugeben und herrühren und ausschwitzen lassen. Den warmen Fischfond dann dazu. Ich muss sagen, dass das riecht irgendwie. Ja, da der Fischfond, ich hab den lecker. Auch von Jürgen Langbein, ja, den habe ich auch. Der war. Also wenn du das halt, wenn du das zusammen kochst, das roch echt, boah. Fischig. Roch wie Fischabfälle. Heute jeden Topf, den ich habe, what the fuck. Alle drei. Welch löblicher Geruch. Und dann wird's spannend. Haben kochen lassen, bis sie so dick geworden sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jakobsmuscheln goldbraun anbraten. Mhm. Jakobsmuscheln aus der Pfanne nehmen und auf dem Creampapier abtropfen lassen. Wir machen jetzt Yuzu-Gel nebenbei. Yuzu-Gel, natürlich. Yuzu ist so eine japanische Zitrusfrucht. Weil das die kenne ich gar nicht. Ja. Die Yuzu. Die kenne ich gar nicht, die Yuzu-Frucht. Sozialen. Ach so. Oh Gott. Alter. Ja, keine Ahnung. Also, das ist. Hey, jetzt, wo du sagst, er sieht auch aus. Ein bisschen aus wie Kevin Kühnert. Aber Kevin Kühnert, auch Kevin Kühnert gematscht. Das ist der Yuzu-Saft. Auch mit Wasser 1:1. Logistik. Natürlich, weißt du, also wie fancy er ist. Ich nehme kein Wasser irgendwie aus einem Pott. Also nein, ich habe diese geile Flasche. Nein, der hat abgemessen vorher, hat er ja gesagt. Genau. Ja, aber besser. In so einer Flasche, du hättest ja auch einfach einen scheiß Messbecher nehmen können. Ja, das sieht ja scheiße aus. Außerdem hast du Plastikanteile im Essen. Du musst, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen Anspruch entwickeln, sonst wird das nichts mit deinem Sterne-Restaurant. Okay. Oh, Zucker rein. Jetzt hier irgendwie, nimmst du mal per Waage oder so? Oder denkst du dir, das habe ich schon tausendmal gemacht, da brauche ich keine Waage für? Also das ist alles abgewogen tatsächlich. Wobei ist mir schon abgewogen. Genau, wobei mir der. Habe ich selber nicht zugehört. Die Menge vom Zucker verdächtig viel vorkommt. Deswegen probieren wir da gleich nochmal. Die Karotten hat der haben jetzt hier so ein bisschen abgewogen. Farbe genommen. Lösche ich die ab mit Karottensaft. Dirty Finger, Happy Soul. Heißes Wasser. Ja, sorry. Oh fuck. Das war das. Gibt's kein kaltes? Finger verbrannt. Ja, das war kein kaltes Wasser in Berlin. Komplett heiß, das war richtig heiß. Das alte Sachen gibt es nicht in der Küche. Er hat nur den heißen Anschluss angemacht, okay. Ja. Muss goldbraun angebraten werden. Ja, zwei Minuten. Die werden nicht goldbraun. Die sind doch jetzt schon länger da drin als anderthalb Minuten. Die ändern ihre Farbe nicht. Was mache ich denn jetzt? In dem Rezept steht nichts darüber, was man mit dem Spargel macht. Das ist halt das Beste. Da steht einfach, da steht in den Zutaten Spargel, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dann einfach steht so, das Gemüse mit da rein. Ne? Ah. Das so im Rezept. Und ist Spargel jetzt mit dazu gezählt? Ja, keine Ahnung. Hattet ihr noch anderes Gemüse? Das weiß Lauch. Ich gar nicht mehr. Lauch, Reisestangen. Ja. Stimmt. Lauch, Fenchel, Kartoffel. Ja, stimmt. Und Spargel. Stimmt, Fenchel ist ja auch nicht ohne. Fenchelknolle. Genau, Fenchelknolle. Da stand auch noch Fenchel. Da steht Fenchelknolle geviertelt. Das ist alles, was in diesem Ding steht. Ja, zur aber Bearbeitung des Fenchel. Weiter unten steht halt extra drin, das Fenchelgrün. Und weil da werde ich nicht im Video noch mal reingehen und sag dann so: Moment, das habe ich jetzt aber schon weggeschmissen. weil halt da steht drin, dran. Viertel der Knolle. Ja, da steht Fenchel geviertelt, weißt du? Aber geviertelt sind ganz schön große Stücke. Ja. Ja. Da habe ich gar kein Rezept. Das Äußere ist halt wie Glibber. Und scheiße heiß ist das. So. Das wird alles verheißen. Ein Schneewesen. Ja, den hatte ich ja eh am Start. Mega. Dort. Ja, man muss das ja nicht halt mehr dreckig machen als nötig, ne? Ja, ich habe schon alles da dreckig gehabt.
alle Töpfe. Bild. Der stressigsten Folgen ever. Ja, das ist absolut awesome. Meine Akkus sind alle leer von der Kamera. Das heißt, ich kann das jetzt nicht einfach so aufnehmen. Das heißt, ich muss das jetzt muss hier irgendwie machen. Handy machen. Okay, getrennt. Weil ich halt mitten alles schon heiß hatte. Alles war dran. Ich konnte jetzt halt nicht sagen, so, okay, ich mache jetzt Pause eine Stunde oder sowas. Alles war fertig. Immerhin war das nicht jemand anders schuld. Ich finde die Challenge. Ich finde die Challenge mega nice. Wir müssen eine Folge lang mit nur einer Hand kochen. Nein. Jay, also, nein. Ich kann dir sagen, Jay, ich hatte das auch schon mal. Ich habe dann Gaffertape genommen und mein Handy an das Stativ gegaffert. Ich dachte an deinen Arm. Das ist gut dran. Auch gut. Okay, das nimmt ja hier interessante Wendungen, muss ich sagen. War schrecklich. Ich kann dir so das ein alles zusammengekommen. Ich kann dir so ein USB-Kabel empfehlen, Jay. Es roch scheiße. Wegen dem Fisch, das war echt alles fies. 1000 Töpfe, alles voll. Dann geht die Kamera leer. Ich war nach Wasser glücklich. Das weiß ich noch. Allerspätestens schon auf. Jakobs Muscheln ins Wasser gepackt. Genau, die wässern jetzt so ein bisschen. Dann kommt so ein bisschen der Trübstoff raus, der Schlick. Was hast du denn hier noch alles gemacht? Ja, das ist neben mir stand. Ich habe jetzt hier hinten die Karotten für das Püree. Wir machen jetzt einen Soßenansatz für die Jakobsmuschelsoße. So, was darf ich machen? Du kannst mir jetzt zugucken. Nice. Kann ich zumindest das machen, was ich kann, die Kameraposition ändern. Sehr gut. Okay, viel Action hier gerade. Ich sag dir jetzt mal Folgendes, auch für alle Leute, die zugucken. Wenn ihr euch mal eine Küche bauen lasst, soft close ja, aber push to open never. Was? Nee, das ist richtig kacke. Verstehst du hier? Yeah. Ja, ja, und dann gehst du. Und dann sagst du, wie war denn bei dir? Das ist mega doof. Ja, das ist die Hölle, es ist die Hölle. Das glaube ich. Muss Aga vor allem geht das ja auch irgendwann nach einer Zeit nicht mehr richtig, weil das kaputt geht. Und dann hast du die Türen immer so ein Stückchen offen stehen oder so. Ja. Das ist, nee. Vor allem alles geht auf, wenn du dich dagegen lehnst oder wenn du mal davor stehst. Das ist. Und kleine Kinder lieben es. Die kriegen das nämlich, von allen Positionen auf. Ich weiß, wer da auch so eine Küche hat. Nee, ich nicht. Also wir haben extra nicht so eine. Nee, aber wir haben einen Schrank im Wohnzimmer, da haben wir die rausgelassen, diese Push-Funktion. Also die Mechanik haben wir rausgelassen. Du kriegst die Schränke nicht so geil auf, aber weil sonst wird Julius ja halt alles aufkriegen. Okay. Aber der Küche haben wir genau. Alles wird vorhin geschlossen jetzt zu. Oh Gott. Zu früh rausgeholt, ich hab mich voll gespritzt. Entweder. Okay. Okay, Feder. Dirty Talk mit Max Schnur. Oh ja. Ganz normaler Montag. Günstig. Glasig dünsten. Günstig glasig. Schlimmste Pizza mit kocht ever. Es ist mit einer Hand jetzt deutlich schlimmer. Kannst du mir vielleicht da behilflich sein? Oh oh. Damit einen natürlich. Das Gemüse hinzugeben, circa 8 Minuten dünsten. Was? Die Pfanne ist zu klein. Ja, da steht halt das Gemüse, weil ich habe die ganze Spargel genommen. Oh, Bram hat Lauch so interpretiert. Ja, okay. Ja, ich hoffe, 11 Stangen jetzt. 11 Stangen. Nee, ja, auch nicht, aber ich habe die tatsächlich runtergerechnet. Tatsächlich muss man aber auch sagen, zu dem Lauch. Ja, 3 halt. Der Lauch gehört ja auch nur zum Gemüse, oder? Ja, habe ich zumindest so interpretiert. Ja, deswegen, jetzt, weil ich bin nämlich am Überlegen, war das Rezept, wo drin stand, du benutzt den weißen und hellgrünen Teil oder war das auch wieder so, gehört halt zum Gemüse rein damit? Ich glaube, das gehörte zum Gemüse rein. Ja. Aber ich habe dann noch, weil das nicht in die Pfanne passt, habe ich dann alles noch kleiner geschnitten. Ja. Du hast das runtergerechnet. Du hast die 11 Dinger dann auf eine Person runtergerechnet, oder was? Nee, ich habe die anhand der Jakobsmuscheln runtergerechnet. Ah. Weil ich hatte ja das Problem, dass mein Rezept offline war und ich dementsprechend dann über die Time Machine. Alte Dateien, ja. Genau, also ich habe dann halt mir über My Time Machine habe ich mir das Rezept runtergeladen von der Seite. Das war aber auch nicht in der richtigen Reihenfolge und oben der Rezeptteil fehlt. Ich hatte nur diese 5 Spalten und habe dann einfach gehofft, so okay, ich weiß nicht, wie viele Personen das ist. Ich rechne das jetzt auf 2 Jakobsmuscheln runter. Okay. Also die Informationen sind erst ganz am Ende. Wenn du mit den Jakobsmuscheln halt fertig bist und die Soße gemacht hast und so, dann kommt einfach nur die Schalotte in der Pfanne glasig dünsten, ablöschen, zum Kochen bringen und dann das Gemüse hinzugeben. End of Anweisung, was man mit dem Lauch und so weiter machen soll. Gutes dem Spargel. Die kommen da einfach so rein?
Ja, und danach hat sie geschnitten. Was? Guck dir diese Verzweiflung in diesem Gesicht an. Oh mein Gott. Das ist so schön. Oh, Jane, du tust mir so leid. Dünsten. Was? Die Pfanne ist zu klein? Glaube ich nicht. Halt die Lauchdinger. Die kommen da einfach so rein. Ich bin ja sehr gespannt. Scheiße, was muss ich jetzt mal... Jetzt brauche ich mein Handy, weil ja da die Rezepte drin sind. Ich raste aus. Okay, wir müssen das jetzt alles aus dem Kopf machen. Ist mir scheißegal. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay, das sind jetzt die Kartoffeln. So, die soll man jetzt stampfen. Vor allem Kartoffelpüree mit Schale. Alter, meine Fresse. Ja, es nervt, dass hier alles nicht funktioniert, wie es nicht funktionieren soll. Also, ganz ehrlich, ja, wenn wir so viel Gemüse haben, ich werde sicher nicht das ganze Gemüse, weil ich da habe, einfach nur hier reinlegen und dann nur das essen, was hier reinpasst. Schau mal, hier haben wir jetzt ein bisschen Röstaromatik. Sellerie, Karotte, Zwiebel. Nehmen wir jetzt hier schön mit dem Der Kontrast ist so geil, Alter. Das ist herrlich. Sehr gute Folge. Ja. Dann. So, schau. Oh, ey, ordentlich. Ordentlich. Klein ein bisschen Weißwein. Knallt auch gut aus dem Tetrapack. Mit Sahne auf. Ja, man will ja auch nicht zu wenig Sahne. Kochen wir jetzt, bis es weich ist, dann pürieren wir es, machen noch diese Habanero-Koji-Geschichte dazu. Das ist, glaube ich, das ist so einem Sternekoch ist das, glaube ich, scheißegal, was das für eine Art. Oder ist das jetzt so ein richtig krasser 5-Liter Tetrapack-Wein? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn er zum Kochen benutzt wird, glaube ich nicht, dass der da Premium-Wein aus seinem Keller benutzt. Das ist einfach nur so ein Standard-Kochwein, ne? Ja, denke ich mal. Ja. Fertig. Geil. Jetzt wird der ganze Kladderadatsch da reingeballert. Also wir haben diese Jakobsmuscheln waren voller Erde, weil die werden halt geerntet, sozusagen, wenn man so will, oder gesammelt, indem man quasi über die Erde geht mit so einem Gerät und die dann aus der Erde, wo die teilweise drauf liegen, halt rausholt. Und dadurch kommt da halt super viel Erde rein in die Jakobsmuscheln. Und als ich die halt auseinandergeschnitten habe, war halt neben dem Rogen und dem anderen Scheiß, war da halt auch Erde drin. Das heißt, wir haben das Fleisch rausgeschnitten und den ganzen Rest einfach in Wasser eingelegt, damit die Erde sich löst. Und Erde dann, oder Sand? Ja, Sand. Sand, Erde, was ist denn der Unterschied? Was ist denn am Wassergrund? Nee, da muss jetzt diskutiert werden. Nein, das hat mich jetzt interessiert, einfach so. Keine Ahnung, ich hätte jetzt Sand gesagt. Aber es sind halt vielleicht auch Aquakulturen, keine Ahnung. Schlamm, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich der Scheiß dann da gelöst im Wasser, hoffentlich, und jetzt wird das einfach alles so da reingepackt. Hat geknirscht beim Kauen? Naja, bei dem Fleisch nicht. Ja, dann hat sich das gelöst. Aus dem Rest wird ja eine Soße gemacht. Das kommt eh dann alles weg. Das wird jetzt nur zum Kochen benutzt. Ja. I love it. Das ist so richtig eingekocht mit der Sahne und den Karotten. Und das kommt jetzt einmal in den Thermomix. Genau. Ne? Das ist der neue. Dann mixen wir das mal. Oh, und hier das Habanero Koji. Ja, moin. 1,5 Löffel. Man kann aber noch. Ne? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Ah, jetzt, ja, aber jetzt, komm. Ja, stimmt. Dauert. Nicht, dass es jetzt zu viel ist. Ja, gut. Pech gehabt. Ich find's geil. Ich find's auch geil. Richtig lecker. Okay, das hat jetzt. Das war voll geil, wir haben richtig schön abgeschmeckt. Da haben wir so 4-mal Chili nachgeschüttet. Und dann war zu scharf. Nee, war nicht zu scharf, war mega geil. Jetzt noch ein bisschen gekocht. Wir passieren das jetzt quasi hier in den Topf. Und dann lassen wir das einfach reduzieren, bis es die gewünschte Intensität hat. Hat sogar so, ein Handtuch da. Das sind die Kartoffeln, die wir haben. Und ich pack die mal hier rein und dann machen wir die kurz klein. Sind die überhaupt schon durch? Das war nicht so smart. Ja, okay. Die sind schon gut. Was soll da noch rein? 25 Gramm Butter, natürlich. So, das brutzelt jetzt da hinten und soll jetzt brutzeln. Was ist das sonst? Du Garnelen oder was? Ja. Oh oh. Was möchtest du denn? Das Film. Nicht mein Gesicht. Sie filmt die ganze Zeit mein Gesicht. So gut, ich konnte jetzt auch nicht noch irgendwelche Instruktionen groß machen, aber sie filmt halt mein Gesicht. Dieser Blick, ey. Das ist auch das, was ich aktuell so übersehen möchte, muss ich sagen. Ja, wirklich. Scheiß Eier. Das ist alles schlimm. Und ins Grenze halten Ei, das ist nicht so spannend, aber oben ist alles schlimm. Das ist alles schlimm gewesen. Das war einfach der Horror.
Mal die J'sche Technik zum Eier drin. Das ist richtig. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Ja, dann mache ich das Ding kaputt. Na, da würde ich am liebsten, alles am liebsten gerade zertreten mit Füßen. Ja, super sieht das aus. Super gut. Ja, mega. Es ist am Ende was komplett anderes, was ich. Ist doch immer so. Ja. Und danach geht's zum, was auch immer wir am Ende haben. Und dann sind wir fertig. Ja, aber das war wirklich schlimm. Und das war wirklich viel auch rausgeschnitten. Ich war richtig sauer. Und Martin hat sein Best of noch zusammengeschnitten auf peacebeat.de. Nee, hat er nicht. Wird er auch niemals machen. Gibt's doch so ein zweites Video einfach nur. Nein. Dabei. Mit Salz und Pfeffer. Den Kartoffelmus auf die Ränder der Muschelschalen verteilen. So. Ich bewusst, dass Jakobsmuscheln viel größer sind. Also diese Spannweite. Geil. So wird es jetzt aussehen bei mir. Muss ja quasi auf allen Seiten jetzt rausgucken. Ach, auf allen Seiten rausgucken. Ja, die Schale ist halt nicht so groß wie die von der Jakobsmuschel. Ah ja, guck mal, eine Krabbe. Das ist ja noch gar nicht zum Anrichten. Ne? Also es wird ja noch nicht angerichtet, kommt ja nur mal in den Ofen. Ach so. Ich mit Soße bedecken, dann Käse drüber, Paniermehl drüber und das Ganze kommt dann 2 Minuten in den Backofen. Yep. Oh, nein. So, wenn die gleich in 2 Minuten fertig ist, dann wird die Muschel da quasi so mittig reinkommen. Dann kommt er da rein macht und voll dann kommt der Driss aufeinander und dann gucken wir mal, wie das so schmeckt. Einfach den Fettchen mit da reingeknallt und dann, da ich keine Muscheln hatte, habe ich halt alles, weil er den Ofen kommt, in der Auflaufform gebracht. Geil. Eine Muschelschale. Bisschen Poki-Poki machen. So, jetzt hat Sösken da drüber. Wenn das nicht großzügig ist, weil. Stimmt, die Viertel-Fenchel-Dinger sind ja auch. So, Freunde, jetzt kommt der Spaß nochmal in den Ofen und dann sind wir schon fertig. Und das Püree haben wir uns abgefüllt. Das ist jetzt in dieser Flasche. Wir haben hier ein bisschen Butter in dieser wunderbar abstrakten Flasche, die uns eben zu nah am Herd gestanden ist. Und hier haben wir ein paar Blüten. Gleich für. Blüten? Oh, das sind Blüten. Genau. Das sah sich von oben. Achso, das sind auch keine Blüten. Das ist einfach nur fucking Papier. Bitte, okay. Dann alles soll so ich dann einen anrichten und du richtest den zweiten an? Okay, das. Ja, und so sind die dann schön kross, gell? Ja, geil. Dann machen wir hier dieses Pulver. Ja, okay. Das sah fast genauso aus. Machen wir hier das Yuzu-Gel. Dann weiß ich aus wie ein Mal. Ist das hübsch. Ich habe noch nie mit Blüten in meinem ganzen Leben gearbeitet. Zellermitte, zentral Schalenmitte, ein Schluss von der Nussbutter. Das sieht schon gut aus. Die stark eine reduzierte Jakobsmuschelsoße. Setzen wir die Muschel immer nur so vorne. Muss man sich da nicht, also Peter, musstet ihr euch nicht volle Kanne beeilen, weil wenn du die Sachen so einzeln setzt, werden die nicht super schnell kalt? Also das ist ja auch alles quasi. Also wenn du das eine Einzige, Schale mit Kieselsteinen hast, ne, dann hast du die Ruhe weg. Ja. Kieselsteine? Schale mit Kieselstein? Achso, da drunter. Ja. Zum Anrichten. Ach so wird es im Restaurant serviert. Also das einzige Warme ist quasi das Karottenpüree und die Jakobsmischel gewesen. Und da reicht lauwarm. Das muss nicht heiß sein. Bei dem Gang. Dann wäre das ihre Jakobsmischel. So, Dennis Jakobsmischeln. Check. Mit das war alles? Allen möglichen anderen. Ja. Meinst du, ein bisschen anders auch? Bram hat auf jeden Fall für 10 gekocht im Vergleich dazu. Das ist das Kartoffelpüree, das ist das Garnelen-Muschel, Jakobsmuschel. Hättest du fast als Muscheln verkaufen können aus der Perspektive. Ich glaube, ich habe den Pecorino vergessen. Ist mir auch egal gewesen. Nein! Ja. Ich habe, glaube ich, vergessen, das zu überbacken oder sowas. Ich habe einfach alles. Aber musst du ja alles auf Kopf. Alles war machen, falsch. Alles ganz schlimm. Oh Gott. Probieren wir mal. So, wir hätten dann heute, kredenzen wir einmal Jakobsmuschel-Eintopf mit allem. Jetzt bin ich gespannt. Boah, wenn die jetzt noch schmeckt, wäre natürlich sehr geil. Komm, ganz ehrlich, einmal Lauch. Oh, okay. So, einmal Spargel. Schmeckt auch sehr gut. Jetzt gehen wir an die Muschel. Hier, den Fenchel nehmen wir auch mit drauf. Tja. Okay, die Kartoffeln schmecken halt wie Kartoffeln, das ist okay. Das ist jetzt das Spargel, Fenchel, Lauch, Zeug. Das schmeckt gesund und schmeckt gar nicht mal so schlecht. Kann man machen. So, jetzt kommt hier Pulpa. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt. Muss man mögen, glaube ich. Aber es ist ja noch voll diplomatisch. Muss man mögen. Jetzt nochmal eine Pulpa mit Soße.
Boah. Heißt das nicht Pulpo? Keine Ahnung. Ich kenne. Oh, ah, nee, Polpa ist das mit Tomaten, ne? Ne, sorry. Dann. Vielleicht solltest du Max Stroh fragen, ob das Pulpa oder Pulpo heißt. Da habe ich aber, da hab ich aber jetzt. Da bin ich nicht so invested wie Soße oder Soße. Boah, die Soße ist. Boah, so eine weiße Fischsoße. Boah, schmeckt das nach Fisch. Puh. Das ist nicht lecker. Also, das ist nicht lecker. Also, ich würde es gerne einmal so probieren. Lecker? Könnte man so sagen. Bin ich gespannt. Ich mag ja eigentlich gerne Fisch, ne, aber... Witzigerweise hat die Soße bei mir gar nicht mehr so krass nach Fisch geschmeckt. Nee. Also die war, die hat der Fond, den du damit reinmachst, mit den Jakobsmuscheln, das hat richtig krass nach Fisch gestunken. Aber wenn du dann Sahne und den ganzen anderen Kladatsch da reingemacht hast, ging das eigentlich. Warum hat er da... Also die Soße habe ich ja nicht anders gemacht. Ja, also ist jetzt nicht so, dass die gar nicht nach Fisch schmeckt, weil es ist ja immer noch eine Fischsoße. Du hattest anderen Fisch da drin, oder nicht? Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Da hat es ja Garnelen drin und halt... Nein, die Soße selber. Achso, die Soße selber wurde gar nicht mehr damit gemacht. Die Soße selber war schon fies. Okay. Genau, du hast ja die Soße gar nicht quasi irgendwie da mal mit mehr... Also die machst du am Ende ja, einfach drüber. Ja, aber der Fischfond wird ja, also du hast ja die Jakobsmuscheln in dem Fischfond gehabt und danach ja, genau. Den Fischfond in die, also der wurde ja Soße. Ah ja, okay, die Jakobsmuschel hatte ich quasi gar nicht in dem genau, Fischfond. Genau, du hattest stattdessen Garnele und Pulpo. Und ja, aber die habe ich beide nicht in den Fischfond gemacht. Ach so. Aber das heißt doch nicht, dass dadurch dann die Jakobsmuschel sich mit dem Fischgeruch vollgesaugt hat, oder? Nee, aber vielleicht ändert sich der Geruch einfach in etwas Neutrales dadurch. Hm? Ja, keine Ahnung. Beiden Linien, die spielen. Auch sehr lecker. Ja, ne? Ich bin auch sehr überrascht, muss ich sagen. Also, ich sag mal so. Vom Aufwand her ist das Schlachtfeld. Da kriegt 3 Punkte für den Aufwand nur. Der Geschmack ist okay. Aber es ist halt auch nicht der mega heiße Scheiß der Hölle. Okay, so ein bisschen nüchtern ohne alles. Ich gebe 5,5 Punkte. Sind 8,5 durch 2 sind 4. Ich runde auf 4 ab. Ja, 4,5. Komm, ist genießbar. Der Aufwand zieht es runter. Okay, ich gebe 5,5. Es ist genießbar. Aber ich würde es nie in meinem Leben machen, weil der Aufwand einfach viel zu krass ist. Das ist so geil. Schon gut. Ich habe eine Lücke in meinem Bewertungssystem gefunden, während ich das halt gemacht habe, durch dieses einfache Teilen, wenn der Aufwand gleichmäßig mit dem Geschmack in die Wertung einfließt, weißt du. Ja, das sollte etwas weniger wichtig sein. Oder musst du ja, 1,5 halt schon, also, multiplizieren? Also, deine, bei, ja, genau, irgendwie so, weil der Aufwand war halt wirklich 0,5. Gigantisch und dadurch war halt beim Anfang so, okay, eine 4, aber so schlecht hat es halt nicht geschmeckt, dass es eine 4 war. Okay. Aber der Aufwand ist halt so gigantisch gewesen. Schon lecker. Das ist fucking awesome. Das sind schon gute Köche für zwei, gell? Ja. Ach, richtig geil. Ja. Was soll ich denn machen? Gehe ich natürlich eine 10 von 10. Ich meine, Max steht neben mir. Ja, gut. Soll er anders sagen, ne? Das wäre auch geil. Du bist zu Gast bei mir und sagst, es schmeckt nicht. 6 von 10. Ja, 10 von 10 natürlich. Super lecker. Also. Ey, ich hab das schon gemacht. Du hast das. Wo? Bei Dominik. Der stand neben mir. Ja, hat eine 6. Hat eine 5 oder so gekriegt. Ja. Nee, schon eine 5 von 10. Nee, dann war ich mir zu roh. 5,5 von 10 Punkten. Dominik, stimmt. Ja. Kann ich sehr empfehlen, dass mein. Ich hätte vielleicht die Kamera nochmal neu ausrichten sollen. Vielen lieben Dank. Nein, finde ich gut. War schon richtig. Für das Wichtigste ist drauf. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Was ist Ede von den Rocket Beats und der andere? Weiß ich, könnte jeder von uns sein. So sieht er echt aus wie Ede. Finde ich mega. Die Einladung. Gerne hat doch. Spaß gemacht. Max war mega, das war ziemlich cool. Dankeschön. Und die Abmod überlassen wir dann. Bram, nee, der ist gar nicht dabei. Dann sag ich tschüss. Warum nicht? Ich war dabei. Ja, ich dachte, ich war du verwirrt. Ja aber Sepp war gar nicht dabei. Ich war nicht dabei, ne? Nee, Sepp war nicht dabei. Sei froh. Davon, dass es für mich die schlimmste Pizza mit Koch-Folge ever war, vom Stressfaktor her, ist es ein okayes Essen, aber auch mehr nicht. Ich gebe dem, was ich hingekriegt habe, ganze 4,5 Punkte. Das war nämlich nicht gut. So ein bisschen was von feiner Küche hat es ja gehabt, denn es hat sich erst am Ende zu einem Ganzen zusammengefügt, muss ich sagen. Dem Rezept würde ich nicht unbedingt eine 0 geben, aber irgendwie so eine 3. Ich muss zu dem Gericht jetzt zugeben, die Soße, also der Fond, hat am Anfang richtig eklig gerochen. Die Soße war aber echt lecker. Ich bin bei so einer 8. Ja, hätte ich auch gesehen. 8 von 10, würde ich sagen. Krass, stark. Dann war Pizza gekocht auch diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns nächste Woche im React und danach die Woche wieder hier auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein, jetzt ran an die Muscheln, ne, und immer
Oh ja. Das Wasser muss weggeleckt werden. Bis dann und tschüss. Oh Gott! Alter! Ich hatte echt Glück, weil wir haben vergessen, das Thumbnail zu machen. Weil du einen Sternekoch hattest. Ach so. Ja, dann so. Auch. Das heißt, wir haben noch eine dritte Muschel schnell zusammengezaubert. Und die durfte ich dann auch noch essen. Das war ziemlich nice. Ja, das war doch mal eine interessante Folge. Gucken wir doch mal in die Commentary. Ja, ich stimme zu, geh mir nicht auf den Sack, Google. Na Gott, das dich, du. Bei Pizmeat kocht herrscht ja immer ein gewisses Level an Inkompetenz. Da wir diese Folge einen richtigen Profi am Werk hatten, brauchten wir jemanden zum Kompensieren. Danke, Jay. Ja, gern geschehen. Ich war heute auch nicht dabei, da musste Jay doppelt kompensieren. War super. Ja, hat auch gut geklappt, glaube ich. Sobald es in der Küche etwas exotischer wird, reduziert sich der Warenbestand im Gießener Supermarkt kaum 50%. Hätte mir bei Jay gewünscht, dass es ein Kamerakind Doppelpunkt Frau Eieruhrrahmen ums Bild gibt. Das hätte den chaotischen Teil etwas amüsanter gemacht. Wie bei, wo waren das nur? Bei der ARD irgendwo, oder? Ja, aber was bei 1, 2 oder 3 oder sowas? Nee, wo die, das stimmt auch. Ja, stimmt. Bei dem Michael Schanze-Ding, wo die da gesungen haben. Gab's das da nicht auch ein Kamerakind? Ich weiß nicht, wer Michael Schanze ist, aber. Ja, okay. Peter, dann kann ich ja wenigstens was machen, was ich kann, die Kamera positionieren und dann wird sich über meine Kameraposition lustig gemacht. Pizmeat, wir bringen nur noch alle 2 Wochen Videos, damit eine bessere Qualität liefern können. Meanwhile in Gießen, willkommen bei Pizmeat Vlogged. Ich meine, das ist wahrscheinlich als Scherz gemeint, nur noch mal zur Information, wir bringen nicht alle 2 Wochen Pizmeat kocht, um irgendeine Qualität zu verbessern. Aber dazu haben wir im letzten React noch mal mehr geredet. Find's geil, wie Peter durch seinen Job seine Leidenschaft an solche Leute als Gäste bekommt. Total toll. Fand ich auch sehr toll, muss ich sagen. Das ist echt krass. Ich meine, wie viel Sterneküchen hast du jetzt schon gekocht? Mit 2 oder 3? Mit Dominik und mit Max, würde ich sagen. Okay. Und mit mir hast du auch schon gekocht. Aber krass. Jetzt kommt Werbung. Wir hatten auch schon zu Gast hier linksbogen. Dennis Meyer, hatten wir auch schon zu Gast. Stimmt, ja. Mit dem habe ich zwar nicht selber zusammen gekocht, aber der ist jetzt mittlerweile bei Sallys Welt angestellt. Witzigerweise. Der hat seinen Restaurantjob gekündigt und arbeitet jetzt für Sally. Also nicht mehr als der hat, soweit ich weiß, da, das muss, weiß ich aber nicht, haben die da jetzt kein Restaurant geöffnet mit ihm, aber der ist da jetzt für irgendwas. Fand ich sehr interessant. Habe ich letztens auf Social Media gesehen. Naja, du kannst dich wahrscheinlich kreativ komplett austoben bei der ganzen Nummer, ne? Das kann gut sein. Ja, also vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche kommt wieder eine neue Folge Pizmeat kocht und ich kann euch sagen, diesmal bin ich eher der Part der Inkompetenz gewesen. Das könnt ihr euch drauf freuen, das wird sehr chaotisch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Tschüss.